Hallo und herzlich willkommen jetzt zum zweiten Video Zinseszinsberechnung, und zwar die Formelherleitung für die Zinseszinsformel. Hier sieht man noch die Aufgabe: ein Kapital wird mit 12,5% verzinst pro Jahr. Wie hoch ist der Kontostand nach 3 Jahren? In diesem Fall haben wir natürlich jetzt, tun wir gut daran zu sagen tatsächlich, dass es nur ein Kapital ist. Und dass es nicht ein Kapital von 100.000 Euro ist. Dieses hier ist nur aus dem ersten Teil stehen geblieben, damit wir hinterher mit dem Ergebnis aus dem ersten Teil vergleichen können. Ja, da hatten wir diese Werte. 12,5% steht natürlich immer noch hier, aber diese 100.000 Euro, die hätte man sich ansonsten merken müssen. Gut, genug der Faselei. Wenn wir uns jetzt nochmal das angucken, dann ist ja jetzt eigentlich für diesen Fall K0 gleich K0 und P Prozent ist gleich P Prozent. In diesem Fall irgendwie machen wir das mal mit den 12%, lassen wir mal weg. Das bedeutet, wir rechnen jetzt nicht mehr mit konkreten Zahlen, sondern wir rechnen jetzt allgemein. Dann haben wir uns ja vorher überlegt, wenn wir hier K0 hatten und dann hatten wir hier ja K1, war ja K0 plus Z1. Ja? Und Z1 war K0 mal P Prozent. Und dementsprechend ist K1 ist gleich K0 plus das, was hier oben drauf kommt, plus die Zinsen. Also plus Z1. Und Z1, haben wir gesagt, können wir ausrechnen, K0 ist plus K0 mal P Prozent. Jetzt haben wir hier eine Summe, in der beide Male K0 dasteht, also können wir K0 ausklammern. K0 mal 1 plus 1 mal P% ist P%. Dazu ansonsten gerne auch nochmal ausklammern, das Basisvideo oder die Basisvideos angucken. Gut, also können wir schon mal sagen, halten wir hier fest, K1 gleich K0 mal 1 plus P%. Das mache ich jetzt deswegen, das schreibe ich da nochmal hin, damit ich hier das gleich für K2 nochmal machen kann. So, jetzt haben wir erstmal für K1 eine Formel. Wenn wir jetzt das Ganze nochmal uns vorstellen wollen, irgendwie, dass wir jetzt hier, das ist ja jetzt K1. Und dieses hier ist dann ja Z2. Das heißt, K2 ist gleich K1 plus Z2, ist gleich K1 plus Z2. K1 ist ja das hier. Und was ist Z2 eigentlich? Z2 ist ja logischerweise K1 mal P%. Ist genau das gleiche, wie wir gerade eben hatten, nur dass hier eine 1 stand, hier stand eine 0, da stand eine 1, hier stand eine 0 und da stand eine 0. Ja, also die sind alle Zahlen, die hier als Index geschrieben sind, sind um einen größer geworden jetzt. Weil wir ja auch in der Zeit vorangeschritten sind. K1 kann ich jetzt ausdrücken. Wir können dieses Teil hier erstmal als K1 mal 1 plus P% aufschreiben. Und so könnten wir dann natürlich immer vorgehen, K1 mal 1 plus P%. Und auch hier können wir das wieder sehen, 1, 0, 2, 1, beim nächsten wäre es 3 und 2. Aber dann muss ich immer noch wieder die Vorstufe berechnen. Und da gibt es jetzt einen Trick, und der passiert jetzt hierbei. Denn hier steht K1 und da steht K1. K1 ist das hier, also können wir K1 in dieser Gleichung durch K0 ersetzen. Und dabei passiert Folgendes. Dann ist nämlich K2 gleich K0 mal 1 plus P% mal 1 plus P%. Jetzt habe ich tatsächlich nur diese Einkringelung und den Pfeil durchgesetzt. Umgesetzt, könnte man auch sagen. Und jetzt kann ich K2 berechnen, indem ich nur K0 habe und P%. Das heißt, jetzt habe ich eine Formel tatsächlich, mit der ich K2 berechnen kann mit diesen Werten hier, wenn ich konkrete Werte vorgegeben habe. Aber ich kann das sogar noch ein bisschen klarer machen, denn hier Klammer mal Klammer ist ja Klammer Quadrat. Genauso wie A mal A ist A Quadrat oder X mal X ist X Quadrat. Also steht hier jetzt K0 mal 1 plus P% in Klammern hoch 2. Und jetzt kann man natürlich hier sehen, hier ist eine 2 und da ist eine 2. Wenn man das jetzt noch eine Runde weiterspielt, das Spiel, dann kann man natürlich hinterher sagen, vielleicht hat das ja hier wirklich vielleicht hat das was miteinander zu tun. Wir können ja mal für K3 das Ganze hier unten hinschreiben. K3 ist also, ja, K2
Dieses hier ist K3 und das ist K2. K2 war ja K1 plus Z2. K2 plus Z3. Also ist K3 gleich K2 plus K2 mal 1 plus P%. Wieder das gleiche, was wir gerade eben schon hatten mit der 3 und der 2 und der 2. Vorher hatten wir die 2 und die 1 und die 1 und die 1 und die 2 und 0 und die 0. Mir macht das Spaß. Ist also gleich K2 mal 1 plus P%. Ja. Genau das gleiche, was hier oben auch steht. Ja, hätte man da auch direkt schon drunter schreiben können. Und jetzt können wir hier die Formel, die wir für K2 gefunden haben, können wir da einsetzen für K2. Und dann steht da K0 mal 1 plus halt. Ja, da steht es. Jetzt war ich gerade kurz verwirrt, weil hier so häufig das Gleiche steht. Ne? Das kann vielleicht auch bei dir passieren. Dann würde ich das Ganze nochmal zurückspulen und nochmal angucken. P% in Klammern zum Quadrat. Jetzt habe ich nur wieder diesen Teil hier. Da habe ich das K2, da habe ich diese Formel hier genommen und für K2 eingesetzt. Und das habe ich natürlich jetzt, ne, da war ich tatsächlich verwirrt. Ich wollte eigentlich für K2, deswegen muss das hoch 2 hier stehen. Ja, jetzt steht der Teil hier für das K2 und das K2 haben wir ausgedrückt als K0 mal 1 plus P% in Klammern zum Quadrat. Und das Ganze wird nochmal multipliziert mit 1 plus P%. 1 plus P% hoch 2 mal 1 plus P% ist tatsächlich 1 plus P% hoch 3. Und jetzt können wir tatsächlich dann allgemein daraus folgern, dass Kn gleich K0 mal 1 plus P% in Klammern hoch n ist. Denn hier steht eine 3 und da steht eine 3, hier steht eine 2, da steht eine 2 und hier steht ein n und da steht ein n. Das könnte man natürlich jetzt auch noch irgendwie beweisen wollen, müssen wir aber gar nicht. Wir wollen jetzt eigentlich nur noch eine kleine Probe machen, ob tatsächlich mit dieser Formel, die wir jetzt hier entwickelt haben, tatsächlich der Kontostand hier nach 3 Jahren der gleiche ist, den wir in dem ersten Teil ausgerechnet haben. Und das machen wir jetzt auch, aber dazu mache ich noch ein drittes Video. Hier ist nochmal das Schild im Bild und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.